Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit der Almigurt-Mousse in der Sorte Himbeere. Und die ist dieses Jahr neu dazugekommen. Seit circa April im Handel, vielleicht habt ihr sie auch schon entdeckt in dem einen oder anderen Supermarkt. 200 Gramm Erdbeermousse gibt es für 1,49 Euro. Ich glaube, ich habe die mal aus dem Penny mitgenommen. Also 200 Gramm, 1,49 Euro ist die unverbindliche Preisempfehlung. Das heißt, es könnte auch irgendwo vielleicht 20 Cent teurer sein oder im Angebot ein bisschen billiger. Und in dieser Himbeermousse ist auch Himbeere drin. Hey, das ist heutzutage ja auch nicht mehr selbstverständlich. Wir haben hier Fruchtmousse mit 10% Himbeerzubereitung und 3,5% sind hier Himbeeren aufgelistet bei den Zutaten. Wichtig an dieser Stelle nochmal, Gelatine ist hier auch drin. Es handelt sich allerdings um Gelatine, die als Rind-Gelatine ausgewiesen wird. Also es ist nicht vegan oder vegetarisch, aber mit Rind somit auch für alle noch verzehrbar, die auf Schwein und Co. verzichten. So, ich mache sie jetzt mal auf und dann stecke ich die Nase rein, weil ich wissen will, wie riecht denn die? Oh, die riecht schon wirklich sehr, sehr lecker. Schön himbeerig. Komischerweise habe ich gerade so eine Assoziation, wo es damit gar nichts zu tun hat. Aber wenn ich daran rieche, dann muss ich so ein bisschen an die Rotweincreme von Dr. Oetker denken in dem Fall. Und da fällt mir mal ein, ich teste so viele Produkte von Ehrmann. Bin ich mittlerweile schon so ermanisiert? Oder kann es sein, dass es so in anderen Bereichen einfach zu wenig Neues gibt? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welchen Hersteller von Joghurt- und Milchprodukten ihr mal sehen wollt und was für Neuigkeiten ihr euch da präsentieren soll. Ich meine, es gibt ja auch noch Zott, es gibt Danone und ja, da gibt es auf jeden Fall noch ganz, ganz viele andere draußen. Ich habe auch das Gefühl, ich teste nur Ehrmann und hey, naja, der Junkfood-Guru Ehrenmann testet hier den Ehrmann. Ich stecke jetzt hier mal einen Löffel rein und dann zeige ich euch mal die Konsistenz von der Himbeermousse. So, der Deckel ist geöffnet. Wir schauen hier mal rein. Ich habe hier gerade schon einmal mit dem Löffel reingestochen und boah, schaut mal. Die ist ganz schön fest. Ah. Und für diese Festigkeit haben die vermutlich auch die Gelatine hinzugefügt. Hat, glaube ich, was mit der Konsistenz zu tun. Hm, sieht doch wirklich ganz gut aus. Ich werde die gleich mal probieren. Also von der Optik her sieht sie schön luftig, fluffig aus. Auch wenn sie sehr steif ist. Stracciatella gibt es übrigens auch noch als neue Sorte. Vielleicht hat die schon jemand von euch probiert. Ich habe gelesen, so gemischte Gefühle. Einige finden die richtig geil, die anderen sagen so, nee, gar nicht meins. Wie Himbeere schmeckt, das erfahren wir jetzt. Mhm. Ich mag die Konsistenz, finde die ist nicht so fest. Ich finde, die ist schön fluffig und luftig. Und eine Mousse kann ja auch richtig fest sein. Und ich denke, ich habe mal im Restaurant so eine richtig krasse Schokoladenmousse gegessen. Die war wirklich mega fest, aber trotzdem luftig innen drin. Ihr wisst, was ich meine. Das finde ich schon sehr interessant. Himbeerig, leicht säuerlich, finde ich geschmacklich echt gut gelungen. Mm. Und ich hatte jetzt auch echt Bock auf eine Himbeermousse, auf irgendwas Himbeeriges als Nachtisch, was Fruchtiges. Und ich finde die richtig gut gelungen. Ich bewerte den Geschmack von dieser Almigurt-Mousse in der Sorte Himbeere auf einer Skala von 1 bis 10 mit 9 Punkten. Hat mich abgeholt, obwohl ich eigentlich mehr so der Typ Erdbeere bin. Aber ich wollte auch irgendwann mal wieder Himbeere probieren, von daher ist gut geworden. Gefällt mir. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi!